Hi Leute und ein herzliches Willkommen bei Rocky on Tour. Mein Name ist Daniel und warum gibt es jetzt schon wieder ein Internetvideo? Hey, ganz einfach, weil als ich das erste Video online gestellt habe, habe ich wirklich eine sehr hilfreiche Information erhalten über die verbaute Antenne hier. Leute, das ist ein Desaster. Ich habe die Antenne rausgesucht und ich habe euch die ganze Montagemöglichkeiten und die Vorteile dieser Antenne gezeigt. Im Übrigen ist dieses Video nicht gesponsert oder auch nicht mit Werbung oder ich habe auch die Antenne nicht gestellt, sondern ich habe sie im Internet rausgesucht und bei der Suche habe ich genau darauf geachtet, was diese Antenne alles kann, was sie für Möglichkeiten hat und mir hat da so vieles gefallen. Mir hat der Preis gefallen, mir haben die Montagemöglichkeiten gefallen und mir hat auch gefallen, dass diese Antenne natürlich die Signale verstärkt. Angegeben auf der Händlerseite mit 7,5 dBi und das hat mich gefreut. Ich habe dann irgendwo im Netz auch noch das Datenblatt zu dieser Antenne gesucht und auch dort stand, dass LTE verstärkt wird. Aber was in den Spezifikationen drin stand, war dann weniger berauschend, dass von 690, glaube ich, bis 900 Megahertz die Signale nicht verstärkt werden. Da ist sogar ein Wert von minus 1 dBi angegeben. Und minus 1 dBi heißt, ihr habt einen besseren Empfang am Handy, wie mit der Außenantenne, wenn ihr bei den herkömmlichen deutschen Netzen, ich sag mal, wie in meinem Fall mit Vodafone unterwegs seid. Vodafone gibt an, dass auch höhere Frequenzbänder angegeben werden oder angenommen werden in Zukunft, einfach um die Kapazitäten besser auszulassen. Aber das ist nicht sicher und ihr habt dann immer wieder eine, ich nenne es mal Krücke, in Anführungsstriche, wenn ihr irgendwo euch auf 900 MHz befindet. Ich habe dann auch wirklich Kontakt zu dem Händler aufgenommen. Ich kann euch aktuell noch nicht sagen, was da rauskommt, aber ich habe ihn darauf hingewiesen, dass diese Informationen im Prinzip nicht klar dargestellt waren und man die sich irgendwo mit irgendwelchen Spezifikationen im Internet suchen musste. Ich bin mal gespannt, wie es ausgeht, aber ich habe überlegt und gesagt, okay, ich entscheide mich für eine neue Antenne, für eine Panorama-Antenne, die wirklich jetzt alle Frequenzbänder auch wirklich besser darstellt mit einer besseren Verstärkung, weil ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich drüber gestolpert wäre und ich hätte hier einen schlechten Empfang, hätte es mich angefuchst, dass diese Antenne verbaut ist und eventuell ich in diesem Frequenzbereich eingeloggt bin und schlechten Empfang habe. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss das nochmal ändern. Ich muss das auch hier auf YouTube klarstellen. Also passt auf beim Antennenkauf. Und vielleicht muss man manchmal doch ein paar Euro mehr in die Hand nehmen. Mir war die Panorama-Antenne einfach zu teuer. Letztendlich ging aber für meine Konfiguration, die ich hier wollte, ist da kein Weg dran vorbeigegangen. Und was ich jetzt tue, ist, ich zeige euch mal die Empfangsstärke der alten Antenne und der neuen Antenne, damit ihr mal seht, wo jetzt hier die Unterschiede sind. Und ich zeige euch, wie ich dieses Loch hier oben nochmal bearbeite, aufbohre und die neue Antenne jetzt hier montiere. Die Montage sollte kein großes Ding mehr werden. Also, seid gespannt. Was sagt die Empfangsanzeige mit der alten Antenne? Wir haben 4G-Netz auf jeden Fall. Die SIM 1 ist aktiv. Und wir haben einen Empfang, das sieht man vielleicht nicht so gut auf dem Video, nur von 3 LEDs. Die vierte ist nur angestrahlt. So. Und jetzt schauen wir uns das nochmal am PC an, was da die DPI-Anzeige sagt. So, hier, das ist die Dashboard-Anzeige von dem Router. Und hier beim Modem, ich weiß nicht, ob man das sieht, sieht man hier, dass wir einen Empfang von minus 69 dBm haben. Je höher die Zahl, umso schlechter ist auch der Empfang. Ja, und hier ist eine Übersicht aller WLAN-Netze, die ich gerade gescannt habe. Und sage und schreibe ist unser WLAN, das ich euch ja in dem
ersten Video gezeigt habe, von unserem Haus hier gar nicht mitgescannt. Also da hatte ich euch ja auch gesagt, dass dieses mit der jetzigen alten Antenne auch der Empfang viel zu schlecht ist, um dieses Netz hier mit zu empfangen und zu verstärken. Also mittlerweile ist die Antenne von Panorama auch eingetroffen. Ich war etwas erstaunt, wenn ihr mal seht, wie groß die ist und wie groß die andere ist. Ich zeige das mal von oben. Und damit habe ich jetzt ein wirkliches Problem, um ehrlich zu sein. Ich muss eine komplett neue Bohrung machen und muss die Bohrung oben wieder zumachen. Und dann versetzen auf gut Deutsch. Und ich hoffe, dass die alte Bohrung, ich werde die natürlich dicht machen, dass die sich aber dann unter der Antenne befindet, sodass alles verschwunden ist. Das ist schon mal das Erste. Daran sieht man natürlich auch, klar, den Preisunterschied, aber man sieht auch die Leistung. Was ihr bei den Steckern beachten müsst, das nur mal als Info. Hier ist ein FMA-Stecker für das GPS-Signal, das ja wieder zu einem SMA-Stecker von dem Router passen muss. Also brauche ich hier schon mal einen Adapter-Stecker. Und ja, für das LTE-Signal passt es, aber hier für Wi-Fi, also WLAN, habe ich hier auch wieder da unten einen entsprechenden Adapter zu kaufen, damit ich die Kabel hier direkt anschließen kann. Das werde ich tun. Ich verlinke die mal unten, weil ich jetzt eine Weile suchen musste damit. Und genau, was jetzt vielleicht hier auch ganz interessant ist, es sind hier nur 30 cm Kabel dabei. Aber damit rutscht der Router bei mir in den Schrank weiter nach hinten und ich habe ja schon den Vorteil, dass ich weniger Verlust durch das Kabel habe, weil das hätte ich jetzt hier bei der alten Antenne eh nochmal kürzen wollen. Da war einfach viel zu viel Kabel dran. Trotzdem muss ich sagen, es wäre schön gewesen, die alte Antenne hätte wirklich funktioniert, die hätte gepasst, die PUC 0005. Es ist wirklich nur so, dass in dem Datenblatt, in der Spezifikation, ich übersehen habe, dass das Frequenzband wirklich von 696 bis 900 nicht verstärkt wird, eher sogar noch mit einem dBi gedämmt wird. Und darüber bin ich gestolpert, leider, sonst wäre die Antenne wirklich optimal gewesen. Und wie gesagt, jetzt muss ich den Wechsel hier anstreben. Jetzt bin ich mal auf dem Dach. Wenn ich die Bohrung der alten Antenne nehme, die neue von Panorama dahin mache, seht ihr, komme ich über die Kante drüber hinaus und das ist leider dumm. Deswegen kann ich das alte Loch nicht nehmen. Hier seht ihr jetzt, ich habe das alte Loch zugemacht. Und zwar habe ich da Sika Flex, den Konstruktionskleber, in das Loch komplett reingemacht, dass das Loch gefüllt ist, dicht ist. Und hier außen habe ich noch ein Stück GFK-Platte, 1 mm oder so, genommen und habe die jetzt hier auch nochmal mit Sika Flex, mit dem Konstruktionskleber verklebt. Das Ding ist wirklich dicht und die Antenne muss ich jetzt versetzen um so ein Stück. So, das Loch wird nachher nicht mehr sichtbar sein. Aber das ist genau das, was ich im ersten Video gesagt habe, dass ich solche Situationen eigentlich gar nicht mag und die eigentlich vermeiden wollte. Und ja, leider hat es mich halt erwischt mit der falschen Antenne, sodass ich jetzt eine neue Bohrung setzen muss. So, bevor ich jetzt beginne, die Antenne auf dem Dach zu montieren, wirklich unvorteilhaft bei Panorama ist hier dieser, dieser kleine Fuß hier zum Verschrauben. Das ist maximal für einen Kastenwagen und aber auch da, wenn ihr ja so ein geriffeltes Dach habt, ist ja der Abstand dann auch nochmal höher. Also ich weiß jetzt nicht genau, was das hier im Maß hat, aber das ist für einen Teilintegrierten völlig unvorteilhaft und deswegen müsst ihr euch hier so eine Adapterschraube kaufen, nenne ich es mal. Die gibt es auch bei Panorama auf Anfrage über einen Händler oder die hier habe ich jetzt von Henning Antennentechnik. Die wird da drauf geschraubt und verlängert.
Der Nachteil ist, dass ich jetzt hier einen Durchmesser von anstatt, glaube 18 oder 19 mm, einen von 24, 25 habe und ein dickeres Loch bohren muss. So, ich habe jetzt die Verlängerung eingekürzt. Die stimmt jetzt auf das Maß. Und jetzt ist es so, jetzt beschreiben Sie, dass hier diese Gummilippe anscheinend das alles abdichten würde. Man müsste nur den Kleber abziehen, natürlich die Fläche wieder reinigen. Und dann würde das schon passen. Ich bin mir aber sowas von unsicher, Leute. Ich glaube, ich werde hier einmal um das Loch, werde ich aber, glaube ich, noch Dekassil machen. So als letzte Sicherheit. So, ich habe es jetzt genau so gemacht. Ich habe nur in der Mitte einmal Dekassil drumherum gemacht. Und schaut mal, das ist schon eine coole Sache, wenn man die Mutter innen sauber anzieht mit dem richtigen Drehmoment. Dann sollte das hier schon alles dicht sein. Also, ja, ich glaube, das wird wirklich auch wirklich dicht sein. Ich werde da jetzt mal Wasser mit einer Gießkanne drumherum gießen und dann innen mal schauen. Aber ich glaube, das sieht gut aus. So, der Wassertest. Reichlich Wasser auf dem Dach, so dass es richtig schwimmt. Im Übrigen seht ihr, das alte Loch ist schön verdeckt unter der Antenne. Also da ist nichts passiert. So. Und es steht wirklich richtig das Wasser auf dem Dach. Ich stehe auch relativ gerade. Und jetzt schauen wir mal innen. Und? Also ist absolut alles trocken. Da kommt kein Wasser rein. Ja, also das ist alles trocken. So, fertig. Also ich habe den Router jetzt etwas nach hinten versetzt. Die Kabel von der Antenne sind auch viel kürzer, daher eine kleinere Dämpfung. Und jetzt berichte ich euch zum Empfang des Routers, fahre das Fahrzeug jetzt aber auch wieder an dieselbe Stelle hin, um die gleichen Messdaten zu haben. So, ich habe das Auto wieder geparkt an seinem bekannten Platz und schaut her. Wir haben eine Leistungsverbesserung von LTE von 3 Balken auf 4 Balken, also schon mal um einen Strich hier erhöht. Und auch im Dashboard, was sich die LTE-Verbindung anbelangt, können wir hier sehen, hier haben wir jetzt 63 zu 69. Und ich hatte euch ja gesagt, alles was höher ist, ist schlechter. Also wir haben hier deutlich auf jeden Fall eine bemerkbare Verbesserung. Jetzt machen wir noch schnell den Test, ob wir hier mein WLAN bekommen. So, Fritzbox 7490 DNS, das ist meine Fritzbox, einmal der Gastzugang und einmal die richtige. Also hier haben wir jetzt 34% Empfang, also das ist schon mal gut. Vorher hatten wir hier überhaupt nichts davon. Jetzt werden wir mal uns hier rein connecten. Wir kommen jetzt zum Endfazit und Leute, ja, wie ihr schon gesehen habt, es ist ohne Diskussion. Die Panorama-Antenne ist einfach die wirklich leistungsstärkere Antenne. Klar merkt man es einmal am Gehäuse, an der Größe, aber auch am Preis. Ihr habt gesehen, dass ich jetzt WLAN hier reinbekomme von daheim. Und ich habe mal nachgeschaut, ich habe hier 2 Mbit circa als Download von meinem WLAN daheim und davor hatte ich halt hier eben so gut wie keine Möglichkeit, hier mein WLAN anzuzapfen. Also das ist ein Vorteil, LTE hat sich verbessert. In der Summe ist die Antenne einfach die bessere. Der Wechsel war einfach entscheidend, weil
diese Kleinigkeit von diesem Frequenzband hat leider dazu geführt, dass ich hier einfach nochmal einen Wechsel machen musste. Wem es nicht darauf ankommt, sondern der einfach hier eine Antenne auf dem Dach haben will, WLAN verstärkt hier ins Wohnmobil reinbekommen kann, kann sich natürlich auch für die PUC entscheiden. Muss jeder selber wissen. Ich bedanke mich auf jeden Fall dann bei meiner Community, die hier so aufmerksam schaut und mitliest und mir auch die Tipps gegeben hat. Und nur so bin ich darüber gestolpert, dass einfach die Spezifikation dieser alten Antenne nicht zu 100% gegolten hat. Ich versuche jetzt mal alles unten zu verlinken in der Videobeschreibung. Falls jemand Interesse hat, ihr müsst ganz grob, kann ich sagen, schon mal für diesen Umbau eine gute Antenne, den Teltronic Router, wenn ihr das alles in der Form machen wollt, müsst ihr circa schon mit 600 Euro rechnen. Mal ganz grob kalkuliert. Und dann seid ihr dabei für schnelles Internet im Wohnmobil. Ansonsten freut mich jetzt natürlich über euer Like, das bestätigt dieses Video. Und natürlich, wer noch nicht hat, unseren Abo hier kurz lassen auf unserem Kanal. Wir freuen uns jedes Mal darüber. Und ja, ich sag dann wieder mal bis zu einem unserer nächsten Videos. Bis denn, ciao.